Herzlich willkommen zum Kurs in Wundern. Schön, dass ihr da seid, schön, dass es euch interessiert. Es ist ja wirklich ein spannendes Thema, wenn man sich mal damit beschäftigt hat, wenn man mal eintaucht in das Ganze. Es ist ja so grundlegend anders, was wir hier lernen, was wir mitkriegen, als wir in der Welt da draußen wahrnehmen. Das ist ja so kontraproduktiv, was wir eigentlich denken und machen und tun. Stellt euch mal vor, das ganze Universum besteht aus Quanten. Ich sage immer Quantensuppe dazu, Quantenenergie. Also wir haben das ganze Universum voller Energie und die Quante tut ja das, was der Beobachter erwartet. Also mal kurz runtergebrochen auf einen Satz, so geht es natürlich nicht. Man kann das auch erklären. Aber eigentlich geht es darum, dass man das versteht. Stellt euch mal vor, alles, was wir wollten, brauchen wir ja nur äußern. Ist ja die Energie, ist ja da. Also wir haben ja genug Brotteig da, um irgendwas Tolles zu machen. Wenn wir also die universelle Energie, die da ist, die nur darauf wartet, unsere Wünsche zu erfüllen, mal mit dem Brotteig oder mit den riesigen Teigbecken vergleicht, dann hätten wir alle genug Teig, um alles zu formen, was wir wollten. Wir bräuchten weder Hunger leiden, noch frieren, noch sonst irgendwas. Und um das grundlegende Ändern unseres Wissens, unserer Gedanken und unserer Emotionen geht's. Jetzt haben wir natürlich das Problem, deswegen sind wir bei Lektion Nummer 25, dass wir gar nicht wissen, wozu irgendwas dient. Ja, jetzt ändere mal die Welt und du weißt gar nicht, wozu irgendwas dient. Zum Beispiel. Also, irgendjemand ruft dich an und du weißt, du nimmst jetzt den Hörer ab, du telefonierst mit ihm. Du weißt, das Telefon ist dazu da, Materie, damit ich da reinsprechen kann, um mit dem anderen zu telefonieren, weil der ja weiter weg ist. Was wir nicht wissen, was auf der nächsten Ebene dahinter steckt und wieder auf der nächsten Ebene. Warum treffe ich mich mit dem? Was sagt er mir in Wirklichkeit? Welche Verbindung habe ich da? Kenne ich den aus dem letzten Leben? Soll der mir irgendwas sagen, was hinter dem Oberbewusstsein steht? Oder erinnert er mich an irgendwas, was noch aufzulösen ist? Sagt er mir irgendwas, was wichtig ist, was aus der anderen Dimension kommt, die uns ja helfen, dass wir uns weiterentwickeln? Wir wissen es einfach nicht. Und weil wir nicht wissen, wozu irgendwas dient, ist es bedeutungslos. Es geht weg. Ne? Genauso wie die Materie, die ist irgendwann kaputt, das ist fort, das ist weg. Und alles, was wir haben ja schon gelernt, alles, was aus der Energie des Göttlichen kommt, ist, oder göttliche Gesetze, sind unveränderbar. Sie bleiben, das bleibt für immer. Es ist nicht verrückbar, es ist nicht veränderbar, es ist nicht auslegbar. Es bleibt, wie es ist. Also diese Schwingungsenergien, die da sind, die bleiben. Und auf den anderen Schwingungsebene, andere Dimension, wie auch immer, wenn dort diese Lichtstätte sind oder im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, dann sind die, dann ist es korrekt, dann bleibt es so. Und die göttlichen Gesetze bleiben auch so. Weil wir aber gar nicht wissen, wie wir dahin kommen, wissen wir auch nicht, wozu irgendwas dient. Also, wenn wir aber den Sinn und Zweck einen, dann kommt es ja zur Bedeutung, dann kriegt es ja eine Bedeutung. Also, haben wir ja schon gelernt, die Materie ist an sich bedeutungslos. Also dürfen wir doch nicht uns quasi unseren höheren Geist dahin erziehen, dass er quasi nur ausgerichtet ist auf diese Formebene, auf die niedrigste Schwingung. Das heißt, wir machen uns abhängig von der niedrigsten Schwingung, die es überhaupt im Universum gibt. Und dadurch, weil wir es vergessen haben, wie es wirklich funktioniert, sind wir dabei, uns abzurackern, klein zu machen, hässlich zu machen, alt zu werden oder wie auch immer. Und das ist ja der Grund, warum wir das ändern wollen. Wir wissen nicht, wozu irgendwas dient und für was es da ist. Also, der nächste Satz heißt, alles ist zu deinem Besten. Alles ist zu deinem Besten. Alles, was geschieht, ist zu deinem Besten.
Ja? Alles sind in Wirklichkeit Lektionen. Egal was passiert, ist deine Lernlektion. Das kommt auf dich zu, weil es was mit dir zu tun hat. Also jede Begegnung sagt dir was. Da steckt was dahinter. Wenn du jemanden von Weitem siehst, dann vielleicht nicht, aber es sind die persönlichen Begegnungen. Was kommt auf mich zu? Ist es karmisch? Wir haben das vorletztes Mal schon angefangen. Okay, wir gucken über den Tellerrand hinaus. Und ich habe mich vorhin noch mit der Lisa unterhalten, wie unglaublich das ist, dass Emotionen auf unserer DNA gespeichert sein können, die über 11 oder 12 Generationen von den Ahnen her in uns drin sind, uns manipulieren und immer noch beeinflussen. Muss man sich vorstellen, so weit ist es. Und da wir ja vergessen haben, zu was irgendwas dient, sind wir völlig abgedriftet in eine ganz andere Richtung, wo wir glauben, wir sind ausgeliefert, wir sind hilflos, wir können nichts tun, wir werden manipuliert. Klar werden wir manipuliert, aber von unserem Unterbewusstsein. Wenn es zum Beispiel Leute auf die Straße gehen und sich dagegen wehren, dass sie ständig manipuliert werden von der Politik und dem, natürlich, falsche Adresse. Die Politik, die haben doch gar keine Macht. Die versuchen alles, um irgendwas zu retten, um irgendwelche Wünsche zu erfüllen, aber der Topf ist halt klein. Das funktioniert doch nicht. Ja, versteht ihr? Die haben doch gar keine Macht. Oftmals blockieren die sich jahrzehntelang. Uns passiert nichts. Und weil halt wir dann glauben, diesem ausgeliefert zu sein, und das ist die Realität, ja, vergessen wir völlig, was unser übergeordnetes Ziel ist. Also wir glauben, ausgeliefert zu sein, dabei ist das Ganze, zum zusammengefasst nochmal, dabei ist das ganze Universum voller Quantensuppe, voller Energie, voller göttlicher Energie, universeller Energie. Und natürlich alle Emotionen, alle Informationen, die fließen dann ins Universum und die werden dann als Wunsch aufgefasst. Und weil ja das nur Energie ist, die auf uns reagiert, ist das Universum quasi oder das göttliche Feld total neutral. Weil du entscheidest, in Wirklichkeit entscheidest du, also du bist ein Kind, unterbewusst, was da läuft. Und weil wir ja glauben, dass das die Welt ist, was wir sehen, dann glauben wir, dass wir für uns sorgen müssen, dass wir Angst haben müssen um unser Geld, unsere Rente, um alles. Steht hier. Wenn wir erfassen würden, dass ja viel mehr da ist und dass wir es nur anders ausstrahlen müssten und es gemeinsam, dann wären wir ja davon überzeugt oder würden sehen, dass es funktioniert. Aber weil wir es eben nicht wissen und die Welt aus den Ego-Zielen wahrnehmen, hat man ja eine falsche Identifizierung. Wir nehmen die Welt aus den Ego-Zielen wahr. Das heißt, ich muss jetzt für mich sorgen, ich muss jetzt arbeiten, muss die Rente machen und da, da, da. Alles genau, was damit zusammenhängt. Aber weil du das Ego gar nicht bist, weil wir haben vom Göttlichen ja gar kein Ego. Wir sind alle das Kind Gottes. Wir sind eine Einheit. Und weil wir eine Einheit sind, gehört uns alles, fließt uns alles zu. Aber weil wir Ego-Ziele haben und glauben, dass wir auf der Formebene für uns sorgen müssen, weil wir es halt vergessen haben, wie es geht. Also das heißt jetzt nicht, dass wir uns morgen hinsetzen können und halt nur Mantren singen. Das funktioniert nicht. Wir sind halt nun mal in dieser Situation und in dieser Situation müssen wir so reagieren, wie es jetzt ist. Aber wir wollen das ja ändern. Dann sagst du, was ist denn zum Beispiel das Beste, sich weiterzuentwickeln? Wunderbar. Also deswegen sind wir ja hier. Weil wenn wir uns nicht weiterentwickeln, was passiert denn dann, wenn wir die Wahrheit nicht verstehen, wenn wir sie nicht sehen, wenn wir die Welt aus den Ego-Zielen wahrnehmen? Wir kämpfen doch auf einer ganz falschen Ebene. Und deswegen, natürlich sind wir dazu da, um es zu entwickeln, weiterzuentwickeln, weitergehen. Und wenn du
eine falsche Identifikation hast, also mit der Form, mit dem Haus, mit dem Auto, mit dem allem, da sind wir doch ständig in der Angst drin, dass wir nicht genug haben, dass wir nicht versorgt sind, dass wir kämpfen müssen. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade sind. Obwohl jeder weiß oder viele Informationen aus dieser geistigen Welt kommen oder halt Nahtoderfahrung, dass die Menschen sagen, es war so schön. Da war alles da. Die Wiese hat gelebt. Das Licht war so wie wunderbares Gold, das man noch nie erlebt hat, als wäre die Erde ein magerer Abklatsch davon. Aber weil wir es nicht wissen, glauben wir trotzdem, dass ich auf den Körper schauen muss und mich auf dieser Ebene befinde. Dabei können wir auf den Körper schauen, ist ja ein Gottestempel, aber er darf uns nicht beherrschen. Und wir müssten wissen, dass alles uns im Überfluss zur Verfügung steht, ja, und quasi durch eine spirituelle Zielsetzung unseren Gedanken ein Ziel geben. Ich habe da rausgeschrieben, wir nehmen die Welt aus der beschränkten Sicht des Körpers wahr. Klar, ist Ego-Gedanke, ich muss auf meinen Körper schauen, sonst verliere ich das, sonst habe ich Angst. Aber wenn du weißt, dass du weder der Körper noch das Ego bist, dadurch hat man eine falsche Identifikation und das wahre Selbst leidet natürlich, weil wir sind Geist, Seele und Körper. Und wenn wir wissen, dass das Übergeordnete der Geist ist, dass es darum geht, den Geist zu entwickeln, den Geist zu nähren, mit dem Geist weiterzugehen ins Universum, weiterzugehen in die höhere Dimension, in die höhere Schwingungsebene, und wir hätten dann ein spirituelles, bedeutsames Ziel, dann würde unsere ganze Energie in eine Richtung gehen. Also, wenn ich sage, okay, ich sorge für mich, ich sorge natürlich auch für mein Telefon, ich schmeiße ja nicht in den Honigtopf rein oder so, ich ehre und achte das alles, aber ich knie die davor und habe Angst, dass mir alles genommen wird. Versteht ihr? Und wenn ich doch weiß, ich habe ein spirituelles Ziel, dann habe ich doch ein übergeordnetes Ziel, wo die ganze Energie reinläuft. Okay? Und damit gebe ich doch dieser Formebene der niedrigsten Schwingung keine Bedeutung mehr, keine Kraft mehr und keine verschenkt meine Energie da nicht hin. Weil das bin ich nicht. Ich bin der übergeordnete göttliche Geist und ich kann ganz viel tun, um diesen übergeordneten göttlichen Geist sichtbar zu machen. Gott, ich bin der Überfluss in allen wunderbaren Dingen. Und welche Info gebe ich dann an die Quantensuppe ab? Also, wir brauchen ein übergeordnetes spirituelles Ziel, um quasi unser Ego von dem, was auf der Formebene passiert, abzulenken, damit wir quasi in Resonanz von Überfluss, Glücksgefühlen stehen, weil das Universum soll uns ja alles hinterhertragen. Okay? Aber wenn ich eine falsche Identifikation habe und mich mit dem Körper identifiziere und glaube, ich bin der Körper und dann sterbe ich und alle werden alt, dann werde ich auch alt und so weiter, was ja natürlich auch so ist, weil wir aus dem Ego-Ziel ja gar nicht wegkommen dadurch. Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal zurück zu dem anderen. Also du sagst, also das mit den Energiethemen und Rezession nervt mich ja schon ganz schön. Ja, aber bei diesem Thema rege ich mich echt auf, wenn ich mich auf Fülle und Überfluss konzentriere, fokussiere sich mein Denken dann derart. Die Problematik besteht natürlich, tolle Frage, aber die Problematik besteht natürlich darum, welche Energie ich reingebe, welche Emotion ich reingebe, wie erwischt es mich denn? Weil das Problem ist, wir kommen aus den kollektiven Energien nicht raus. Wir werden manipuliert, aber nicht von irgendjemand, sondern vom Unterbewusstsein, haben uns quasi diese Situation kreiert. Auf irgendeine Art und Weise haben wir irgendwie das Feld gefüttert. Und dass einem das nervt, das verstehe ich absolut, weil das ist genau diese Problematik. Jetzt war, es wird nichts anderes gemacht, als negative Informationen generiert, dann werden Horrorszenarien generiert und natürlich kann das dann funktionieren. Man hat dann keinen Hunger mehr, kein Brot mehr. Dabei sind die Gasspeicher voll. Wir haben auch genug Strom. Ja, das muss man sich mal vorstellen.
das kommt nicht an. Und ich weiß, dass zum Beispiel bei DAX-Vorstand, die bekommen 24% mehr Gehalt. Ja, da funktioniert es doch auch, da stimmt doch was nicht. Natürlich hat es mit uns zu tun, weil wir leider nicht zusammen sind und quasi den Überfluss generieren und dadurch das natürlich in die Welt bringen. Und da hast du völlig recht, dass das so ist, das nervt und ich finde es mega schade, ganz, ganz schade, weil wir schaden uns ja dermaßen. Aber man muss es halt erst wissen und dann tatsächlich echt aufpassen, was man tut. Ja, das sagst du. Also ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient für mein wahres Selbst. Ich sehe nur, ob es meinem Ego oder meinem Körper etwas bringt. Das ist ganz gut so formuliert, weil so sehen wir dann die Welt. Ne? Und das ist, weil das wahre Selbst ist ja göttlicher Geist. Gott, wir sind ewiger göttlicher Geist. Das ist der Punkt, haben es aber total vergessen und glauben, wir sind der Körper und haben dadurch das erschaffen, wie es uns einfach so geht. Und dann ist es halt so, dass es einem mit, und dann heißt es ja, mit 60 muss man in Rente und dann geht es nämlich an mit dem kollektiven Programm. Ja, und weil sie alles so machen, ich muss schauen, dass meinem Ego gut geht, also quasi meinem Körper, das ist ja der Körper steht ja für das Ego. Ja, für das Selbst. Er will ja, dass er wichtig ist. Man will, dass sich alles um ihn dreht. Natürlich ist ein Anteil von uns selbst, von unserem niedrigen Selbst. Ist ja alles ein Anteil von uns. Genau, und das Ego geht immer darum, ob es mir was bringt. Ob ich was verkaufe, ob ich sonst was mache. Oder ja, die wenigsten machen irgendwie, damit sie jemandem eine Freude machen. Oder was verschenken. Weil wir haben ja genug. Und dann sind wir immer bei der Formebene. Versteht ihr? Wenn ich sage, also es geht ja darum, was zu verschenken, dann denkt jeder, ob ich jemandem einen Zehner gebe oder einen aufgeschobenen Kaffee irgendwo weitergebe. Versteht ihr? Wir sind immer auf der körperlichen Ebene. Dabei heißt schenken, den wahren göttlichen Geist des anderen zu aktivieren, mehr Energie zu geben. Und dazu sind wir da. Und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, wenn ich weiß, dass ich ein spirituelles Ziel haben muss, dass die Energie dahin fließt. Und wenn ich dann weiß, dass wir quasi durch das Segnen, durch den Lobpreis, durch den Danken dann da rauskommen und nicht durchs Gegenteil, durch Demonstrieren und Schimpfen und wie auch immer. Ich will es jetzt nicht so plakativ sehen, aber es ist halt schon viel, was da so auf der Formebene Ängste mit herauskommen. Genau. Und dann sind wir doch völlig an unserer Identifizierung vorbei. In dem Moment, wo wir tatsächlich ein übergeordnetes Ziel haben, ich bin Gott, ich bin göttlicher Geist und ich bin der Geist und nicht der Körper, und dann geht doch die ganze Energie dorthin, wo man es normalerweise vernachlässigt. Und dann kommen wir immer mehr in unsere Gottesmacht, ne? Jetzt gehen wir nochmal darauf. Also du sagst, also weiß ich nicht, wozu irgendwas dient für mein wahres Selbst. Okay, nee, das habe ich eigentlich schon soweit. Dann sehen wir, die andere Frage ist, dann sehen wir eine völlig falsche Welt. Wie kommen wir aus dieser Sicht raus? Das ist genau das, an was wir jetzt eigentlich so arbeiten die ganze Zeit. Quasi durch den Kurs in Wundern denken wir um. Wir sollen umdenken. Vorher wussten wir ja, und wir haben auch uns als Körper wahrgenommen, was haben wir geglaubt, jetzt gehst du arbeiten, du musst was lernen, dann kriegst du Kinder, dann sorgst du dich um das und dann ist das Leben zu Ende und dann ist es vorbei und jetzt muss ich nur unbedingt was erleben und ja, das ist also die Energie geht völlig in die falsche Richtung, anstatt immer wieder den Geist zu füttern, zu segnen, eigentlich das, was Jesus auf eine ganz andere Art natürlich rübergebracht hat und zwar in dieser Form, dass die Menschen das halt vor 2000 Jahren verstanden haben, war ja eine ganz andere Sichtweise. Du sagst, den Geist des anderen aktivieren, wie meinst du das, segnen? Also den Geist des anderen aktivieren, ihn als göttlichen Geist zu sehen, als geistig zu sehen. Das bedeutet, wenn ich dir was schenke, wenn ich dir was gebe und ich denke an dich im Namen Gottes, segne ich dich, segne ich deine Kinder, zum Beispiel, ja, und dann gebe ich dem anderen geistig was.
Und tatsächlich kommt es an und man hat das Gefühl, heute was bekommen zu haben. Also diese Resonanz mit dem Segnen ist wirklich toll und es funktioniert auch. Bloß vergessen wir es dann so wieder. In dem Moment, wo wir natürlich das vergessen, ist es auch weg, weil wir haben das kollektive Problem, weil alle anderen denken oder halt viele nicht so denken und weil es dann halt dieses andere Kollektive zu viel Kraft hat. Wir sind dabei, uns durch den Kurs in Wundern eine andere Sicht anzueignen, eine andere Idee, eine andere Identifizierung. Gott, ich bin göttlicher Geist und ich habe das ewige Leben. Und das sage ich zum Beispiel immer, wie gesagt, ich war ja 14 Tage Babysitten in Freiburg, dann denke ich immer, ich habe das ewige Leben, ist doch völlig egal, was ich mache. Das ist doch egal jetzt. Die freuen sich, ich freue mich mit den Kindern, ob ich jetzt da Urlaub hatte selber oder nicht. Das ist doch völlig egal, versteht ihr? Das gibt mir so eine Freiheit, das gibt mir so, ich versäume mir gar nichts, ja? Weil ich habe doch das ewige Leben. Oder jetzt Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag waren sie auch da, also sind wir in den Wald gegangen. Und das hat mir Spaß gemacht mit den Kleinen. Mein Sohn war dabei, haben wir Pilze gesucht. Ja? Dann denke ich, das ist für mich genau das Richtige. Ich versäume doch nichts. Versteht ihr? Wir versäumen nichts. Wir versäumen absolut nichts. Aber wir könnten die Chance versäumen, uns zu entwickeln. Das ist ein anderes Thema, weil es gibt ja nur auf der Erde Zeit. Haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Also fürs Unterbewusstsein gibt es keine Zeit. Das ist immer da, egal was passiert, es steht ja immer hinter dir. Immer. Erinnert dich dauernd, ein Knopfdruck, der Film läuft ab. Das Unterbewusstsein ist immer da. Ja, das heißt, es gibt keine 20 Jahre. Ich sage in der Therapie dann immer, das ist 2022, wir sind schon groß und so weiter. Dann erinnert man sich daran, dass es Zeit gibt. Aber stellt euch vor, es gibt keine Zeit. Es gibt außerhalb der Materie keine Zeit. Das habe ich ja gesagt, wenn man ein Stück von der Erde weg ist, dann vergeht die Zeit langsamer und im schwarzen Loch gibt es überhaupt keine Zeit mehr. Also, dass man das einfach weiß, dass es ein mega Geschenk ist, dass wir hier sein dürfen. Und alles, was dir passiert, ist eine Lektion zum Lernen. Alles. Alles ist eine Lektion zum Lernen. Was dahinter steht, wie gesagt, man kann ja zurückgucken, bis über so viele Generationen, Inkarnationen oder aus diesem Leben. Da gibt es natürlich eine große Palette von all dem. Und was auf uns zukommt, müssen wir auch lernen. Und alles, was man dann integriert hat, muss ich nicht mehr lernen. Weil überlegt euch mal, wir treffen uns immer wieder die gleichen. Wir kennen uns alle schon. Und dort, wo man ein Problem hatte, wenn du dich zum Beispiel mit deinem Ehemann, Ehefrau nicht vertragen hast und das nicht gelöst hast, Hass, Ärger, Neid, das klebt schlimmer als ein Sekundenkleber, als Liebe. Du triffst die wieder. Na super. Und deswegen sollte doch immer unser Bestreben dahin gehen, dass wir alles auflösen. Erstmal das Thema segnen und so weiter. Du hast fragst oder sagst, das nimmt einem gerade auch sehr die Angst, wenn es um das Kriegsthema geht. Der Gedanke, das ewige Leben zu haben. Naja, überlegt mal. Also, wenn wir nicht alle das ewige Leben hätten, wäre doch die ganze Welt so ungerecht. Versteht ihr das? Das würde doch gar keinen Sinn machen. Also wenn ein Kind früh stirbt, wenn zum Beispiel so viele Millionen von Jungen, mein Vater ist mit 17 in den Krieg eingezogen worden, das ganze Jugend genommen wird, das wird zum Beispiel auch ein Thema zu sein, was es bedeutet. Wie viel wir dann natürlich mittragen. Dem ist die Jugend gestohlen worden. Das war richtig schlimm. Der war, glaube ich, mit 23 schon Offizier. Versteht ihr das, was der da mitgemacht hat für eine Verantwortung? Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Und ja, wegen der Ungerechtigkeit, genau. Und dann wäre es doch ungerecht, wenn einer schon so früh stirbt, weil er eingezogen wurde und das hatten wir ja tausende Jahren, 10.000 Jahren oder wie es immer gibt, da ist irgendein Idiot eingefallen, er könnte jetzt das Nachbarland erobern oder ich will das jetzt. Ja, das gab es ja bei Alexander der Große und was weiß ich schon überall, den man immer noch auf den Sockel stellt und toll findet. Und
Stalin 5 Millionen eigene Menschen umgebracht. Versteht ihr? Dann wäre doch das alles ungerecht. Aber weil wir das ewige Leben haben, kommen wir wieder. Das wird ja quasi als Karma gut geschrieben. Das wird irgendwie, ne, Täter-Opfer-Ausgleich, was wir das letzte Mal als Thema hatten, wird dann wieder egalisiert. Und wenn wir tatsächlich Gott, ich bin Frieden und Harmonie sagen, denken, fühlen und jeden Tag an die Ukraine denken, da passiert natürlich was, weil da ist ja wie ein Wunder, dass die jetzt noch nicht eingeschlossen sind. Wie viel Energie die haben. Warum? Weil viele segnen, weil viele an die denken, weil es einfach in unserem Jahr 2022 nicht mehr sein darf, dass irgendwie ein, sag ich mal, so ein Mensch so viel kaputt machen kann. Die Leute in den Tod schicken. Warum? Weiß man nicht genau, ja, um was es eigentlich geht. Das sollte eigentlich längst der Vergangenheit angehören. Aber es war ja, was weiß ich, wie viele Tausende von Jahren so. Und da steckt man halt teilweise noch drin. Du sagst, es gibt ja dadurch auch eine alltägliche Gerechtigkeit. Jeder bekommt das zurück, was er ausgesendet hat. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Es gibt einfach eine Gerechtigkeit. Alles kommt wieder zurück. Und wenn du dich quasi geopfert hast, dann gibt es ja einen Täter-Opfer-Ausgleich. Und von dem her wissen wir nie, was dahinter steckt. Es geht mich auch nichts an, aber ich weiß, was ich quasi für die Ukraine tun kann. Das ist der Unterschied. Und wenn wir wissen, dass wir trotzdem vor Gott alle gleich sind, dass wir nur eine Einheit sind, wie wir das letzte Mal die Meditation gemacht haben, also in die Einheit zurück, dann wissen wir, wir sind alle aus dem gleichen Teig. Und deswegen segnen wir die russische Familie und die ukrainische Familie alle genau gleich, dass alles irgendwie wieder ins Lot kommt. Und dann können wir ganz viel tun. Weil wir wissen nicht, was da passiert. Wir wissen nicht, warum, wieso. Versteht ihr? Und deshalb ist es schwierig, überhaupt zu sagen, für was es gut ist. Aber für was es gut ist, dass wir lernen, dass wir was tun, dass wir danken, dass wir segnen, dass wir aktiv sind. Diese Dinge, das sind unsere Aufgabe und da haben wir was zu tun. Und stellt euch mal vor, je jünger man ist, umso besser funktioniert es. Wenn ich jetzt sage, es war heute ein junges Mädchen bei mir, 21, glaube ich, oder 19, und die hat gesagt, in der kurzen Zeit, was das alles geändert hat, ich wünschte mir auch, ich hätte schon viel früher solche Gedanken haben können, Informationen, Unterstützungen. Und in meiner Meditation, die sind ja ganz klare Handwerkszeuge drin. Das ändert was. Das ist natürlich keine schönen Worte und dann ist vorbei. Und wenn du wissen willst, wie werde ich denn glücklich, sagt es dir niemand. Das ist der riesige Unterschied. Also, wenn ich die richtige Identifikation haben will, muss ich wissen, ich bin ewiger göttlicher Geist. Und ich bediene meinen Geist. Und wenn man jetzt da zurückgeht, ich hoffe, es ist euch nicht so weit ausgeholt, dann gehen wir zum Beispiel zu den Abendmahl. Da sagt doch Jesus, das ist mein Brot und das ist mein Fleisch und das, was man trinkt, ist das Blut Gottes. Ja, und daraus hat sich, weil man das falsch übersetzt hat, hat sich ja viel Mystik drum gerahmt und man hat es nicht verstanden und ja, und hat dann geglaubt, durch das, dass man eine Hostie nimmt, nimmt man das Göttliche zu sich und hat es quasi auf die Formebene beschränkt. Okay, wenn wir aber wissen, dass alles göttliche Energie ist, alles ist der gleiche Brotteig. Und der gleiche Brotteig besteht aus Gottes Substanz. Dann nehme ich doch Gottes Substanz zu mir. Egal, was ich esse, Brot, Fleisch, Obst, egal was, was halt für uns richtig ist, für das Bewusstsein, dann nehme ich doch immer quasi Gottes Substanz zu mir. Und dann verstehe ich, dass er das nur als Symbol benutzt hat. Das ist quasi, die Hostie ist mein Fleisch, das ist mein Blut und so weiter. Und deswegen denkt man, das ist mein Blut, was soll denn das? Also, dass man das richtig übersetzt. Weil natürlich ist es Gottes Substanz. Das ist Teig. Der Teig hat uns zur Verfügung gestellt. Und jetzt kriegt ihr quasi ein Stück von Gott.
Aber wenn man es nicht versteht, dann funktioniert es doch nicht. Also bedeutet das, dass wir eigentlich bei jedem Essen ein Abendmahl haben sollten und Wissen segnen, ne? Hat man ja früher gemacht. Da war man wirklich dankbar dafür. Also ich gehe da von uns aus und hat gewusst, ja, danke für das Brot und danke, dass es uns so gut geht. Und es segnet. Und dann versteht man, dass das Gottessubstanz ist, aber versteht es gleichzeitig, dass es göttliche Energie ist, dass wir quasi göttliche Energie zu uns nehmen. Also bedeutet es das wieder, dass wir uns geistig füttern. Ne? Dadurch steht quasi wieder nicht der Körper, die Formebene im Vordergrund, sondern wir wissen ganz genau, dass das Gottessubstanz ist, quasi der Körper. Natürlich ist der Körper, den man verwandelt hat, aus der Quantensuppe. Oder Gottesteilchen, wie Einstein sagt. Oder Bosonen. Ja? Und die halt diese Nahtoderfahrung gemacht haben, die sagen ja, wenn du dann einatmest, das hat das Gefühl, als würde jede Zelle wird sich aufgebläht, jede wird sich aufblähen, wird riesig groß werden. Man wird wieder wie 21 oder 25. Ja, das ändert sich alles. Man lässt alles hinter sich zurück, dass man gar nicht mehr zurückkommen will. Also durch das Erlebnis will man gar nicht mehr zurückkommen. Und das ist die Wahrheit. Das ist das, wo wir eigentlich sein sollten. Und man darf einfach nicht vergessen, wenn wir jetzt glauben, dass wir aus der Einheit sind und dass wir glauben, göttlicher Geist sind, heißt das nicht, dass wir uns in Luft auflösen. Auf keinen Fall. Wir haben nur eine falsche Identifikation und verstehen nicht, dass uns alles schon zur Verfügung gestellt wurde. Das ist das Problem. War vielleicht jetzt wegen viel? Ja. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich nicht weiß, was für mich gut ist. Und deswegen sehe ich alles. Das ist die Quintessenz davon. Und deswegen nehme ich alles als Lektion. Normalerweise hält man das dann aus. Und ja, es ist einfach so. Es ist nicht so. Egal, wie du auf die Welt kommst, vielleicht ist es Täter-Opfer-Ausgleich, vielleicht ist es Karma oder sonst irgendwas. Das wissen wir nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man ein übergeordnetes Ziel hat und eben weiß, wer man selber ist. Das bedeutet, ich bin ewiger göttlicher Geist und ich weiß nicht, wozu es irgendwas dient. Aber ich weiß ganz genau, das ist nur eine Lektion. Es ist nur eine Lektion und alles, was auf mich zukommt, es ist für mich richtig. Alles, wo mein Interesse hingeht, da bin ich richtig. Also ich passe auf, was wird mir gesagt, wo ist es? Und wenn ich mich nicht wohlfühle, habe ich danach was zu erledigen. Und wenn ich noch defizitär bin, dann weiß ich, an was ich arbeiten muss, damit ich weiß, Gott, ich bin Überfluss in allen wunderbaren Dingen. Dass ich merke, ich habe das in der Hand. Dann bei der Übung sollte man einmal wenigstens am Tag machen, um den ganzen Prozess zu unterstützen. Ich weiß nicht, wozu dieser Stuhl dient. Ich weiß nicht, wozu das Haus dient. Ich weiß auch nicht, wozu diese Hand dient. Ich habe noch keine Ahnung, weil ich könnte ja einen geistigen, einen feinstofflichen Körper haben. Man würde ja mich genauso sehen wie die Engel. Wir wissen es gar nicht, wo es ist. Und wenn ich doch nicht weiß, was es ist, dann bin ich offen fürs Lernen. Wenn ich nicht zementiert bin, wenn ich nicht altersstarrsinnig bin, dann bin ich offen. Dann weiß ich, da steht was dahinter. Ich habe was zu tun. Ja? Versteht ihr das? Also diese drei Punkte sollte man integrieren, übergeordnete Ziel. Richtige Identifizierung. Und ich gehe von dem aus, dass ich gar nichts weiß und dass alles nur eine Lektion ist. Und dann funktioniert es, es wird immer besser. Also für dein Lernen ist es entscheidend, dass du gewillt bist, die Ziele aufzugeben, die du für alles aufgestellt hast. Also für was aufgestellt? Nämlich für dein Leben. Ja? Also, ich habe jetzt aufgestellt, ich will jetzt das und das werden. Und, oder ich will das erreichen. Und das darf dich nicht beherrschen. Das bedeutet, zuerst kommt quasi dankbar zu sein, dass ich schon alles habe. Ich versuche also zuerst geistig zu sein. Ich richte die
Quantensuppe her, damit ich quasi auf der geistigen Ebene mir schon den Weg ebne und dann bin ich dankbar, dass ich das habe. Also, versteht ihr? Erst muss ich, weil ich ja ewiger göttlicher Geist bin, muss ich das auf der göttlichen geistigen Ebene sehen und dafür dankbar sein und wissen, wo will ich hin? In die andere Dimension, in die höhere Schwingungsebene. Und dann bin ich dankbar für das alles, was ich bekomme. Und dann, wenn ich dankbar bin, dann kann das, dann sehe ich ja, was auf mich zukommt. Dann sehe ich ja, was ich für eine Vision habe. Dann sehe ich ja, wo es mich hinzieht. So müsste man eigentlich vorgehen. Schauen, was kommt. Was ist denn da? Und wichtig ist, dass das, was wir da draußen sehen, wie du vorher gesagt hast, ne, mich nervt das alles, dass wir dem halt keine Bedeutung geben. Weil bedeutungslos heißt, es hat für mich keine Bedeutung und dann dirigiert mich das nicht, dann manipuliert mich das nicht. Aber sobald ich dem eine Bedeutung gebe, gebe ich quasi meine ganze Gotteskraft weg und gebe da Energie rein. Also, wenn ich das anschaue, dann weiß ich, was ich zu tun habe, die ganzen Menschen zu segnen in Gottes Namen. Und Gott, ich bin Frieden und Harmonie und wir legen die Hände auf quasi. Und aber nicht beurteilen. Dann weiß ich, was ich zu tun habe, aber ich gebe dem keine Bedeutung, weil ich es nicht beurteile, weil es mich nicht beherrscht. Weil wenn es mich beherrscht, dann gebe ich natürlich 1000-prozentigen Volt da rein. Also, es ist bedeutungslos, es darf mich nicht beherrschen, es darf mir, in meiner Seele, in meinem Geist, in meiner Emotion keine Bedeutung haben, aber ich weiß, was zu tun ist. Also das heißt, es darf dich nicht beherrschen, auch nicht dirigieren oder vor allem nicht manipulieren. Weil deshalb gehen die ganzen Menschen auf die Straße, weil sie sich von irgendwas beherrscht, gedrängt, manipuliert fühlen. Und kannst du dir vorstellen, wenn man einem klar wird, dass es in Wirklichkeit Unterbewusstsein ist und natürlich zusätzlich das kollektive Feld, das uns beherrscht und dass man dann natürlich zornig ist und aufgibt und wütend ist, verstehe ich absolut. Falsche Adresse. Wieder die falsche Adresse. Es ist wieder die falsche Adresse. Versteht ihr? Ja, da hast du recht. Du sagst ja, ein Spiel, das seit Jahrtausenden funktioniert, das ist eben das Problem. Was halt wirklich gut ist, Leute, wir können auch in dieser Blase bleiben. Auch wenn man es 100-mal sagt, ja, die anderen machen nicht mit oder das und das oder die Medien, die blasen das ja jeden Tag auf, das ist unglaublich, dann hörst du nichts anderes. Trotzdem, es ist egal. Jeder kann für seine eigene Blase, für sein eigenes Wohlgefühl sorgen. Das funktioniert und das geht auch. Und das ist die gute Nachricht. Natürlich funktioniert es. Und so viel, so gut es irgendwie geht, werden wir das auch tun. Und wenn wir angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen, den Weg zu gehen, dann kann man auch sagen, okay, jetzt kriege ich raus, was meine Aufgabe auf dieser Welt ist. Weil dazu bin ich da. Und wenn du nicht dazu da wärst, dieser Prophet zu sein, dieses alte Denken, diese falsche Auslegung von allem, was es nicht deine Aufgabe wäre, dann wärst du nicht da. Wird sich nicht anziehen, wird sich nicht interessieren. Natürlich kann man die Welt ändern, absolut. Aber wir müssen was tun. Wunderbar, sehr gut. Also ein echt spannendes Thema, gell? Also das ist wunderbar. Also man kann nicht erwarten, dass man das jetzt gleich alles versteht. Also es geht ja eben, was wir haben, sind persönliche Interessen, die sind in Wirklichkeit, also wenn man das Ganze anschaut, nicht relevant, weil wir gar keine Einzelheit sind. Wir sind ja das Wasser, wir sind ja der Teil, wir sind ja diese göttliche Energie. Und stell dir mal vor, wenn es dann um persönliche Interessen ginge, die ja nicht relevant sind, hast du eigentlich überhaupt keine Ziele. Also dreht sich es ja um nichts. Du fragst, kann man die Welt ändern oder nur sich selber? Also das ist eine gute Frage. Es ist ganz klar, du kannst beides.
Wir füttern ja immer das morphogenetische Feld. Ne, Sheldrake beschreibt das ganz gut. Und wir füttern unser eigenes Feld. Ich entscheide, habe die Wahl, mit welchem Feld ich mich verbinde. Und weil wir uns ja mit dem Kollektiven verbinden, mit dem morphogenetischen Feld, haben wir Einfluss auf beides, auf unser Feld, auf deine Umgebung, ganz konkret auf deine Umgebung. Oder glaubst du nicht, dass du in deiner Familie was erreicht hast? Bei dir? Ha ja, natürlich hast du das. Ja, wie denn? Du hast halt was gemacht. Ja, absolut. Und das kann man auch noch weitermachen und kann noch viel erreichen. Da wundert man sich, aber es ist einfach toll. Und es ist ja egal, ob es dann wirkt oder nicht. Das können wir ja nicht ändern. Bei manchen kommt es halt nicht an, egal wie lange du segnest. Aber du hast was getan. Versteht ihr? Ob wir jetzt da Einfluss haben auf den Ukraine-Krieg oder auf was weltweit alles passiert. Wir haben einen Einfluss. Ob wir das jetzt wissen, ob der ganz gering ist, ist egal, wir machen es einfach. Aber es ist so, dass wir das Feld füttern. Unser eigenes und das Kollektive. Das ist Realität. Und deshalb können wir im geringen Maße vielleicht, aber dann ist es halt trotzdem so, dass du dein eigenes Feld fütterst. Und da hast du natürlich viel mehr Energie und Macht. Aber man muss dranbleiben. Man sollte sich nicht verurteilen. Man sollte den anderen keinen Vorwurf machen. Jetzt hast du das und du hast das. Und es wäre einfach zu sehen, okay, jetzt haben wir das Problem, jetzt lösen wir es. Punkt. Bevor ich mich aufreg. Ja, dann finden wir eine Lösung, setzen uns zusammen, reden miteinander und bringen als erstes eine Struktur rein. Wirklich ganz klar den Geist füttern. Ich reg mich jetzt nicht über das auf, was da ringsrum ist, sondern ich muss überlegen, wie ändere ich es? Was mache ich besser? Was kann ich tun? Ja, um den Weg geht's. Und da sind wir schon ganz gut dabei. Ja, wunderbar. Hat noch jemand eine Frage? Ja, gerne. Frag oder schreib's. Wunderbar. Gerne. Da freue ich mich über deine Frage und schön, dass du da bist. Also, horcht euch das wirklich ein paar Mal an. Versucht, diese wichtige Information rauszunehmen, dass wir ein übergeordnetes geistiges Ziel brauchen. Weil sonst verpufft alles, was wir machen. Erst das Übergeordnete, und dann kommt ja Stufe für Stufe erst zum Schluss quasi das Abendessen so ungefähr. Du fragst, vorhin war das Thema, ne? Vorhin war das Thema, dass Dinge über Generationen weitergegeben hat. Ja, absolut. Da hast du recht. Und bei der Ausbildung von der systemischen Therapie ist es tatsächlich so, dass wir schon damals gemacht haben, dass wir das halt schon gewusst haben, 4, 5 Generationen zurück. Aber dass es so weit ist, wusste ich tatsächlich nicht, dass so viele emotionalen Belastungen und so weiter, Emotionen und Traumata weitergegeben werden. Du fragst, wie kann etwas, was 5 Generationen zurück ist, aufgelöst werden? Das macht man dann über die systemische Therapie. Also normal, wenn man zu mir kommt, dann hat man hier eine private Therapie. Da geht es nur um jetzt, um dich und so weiter. Aber wir sitzen ja in einem System eingebettet. Und das macht man bei den Familienaufstellungen. Haben wir ja morgen Abend jetzt wieder eine bei der Gabi, nächste Wochenende bei mir. Und dann werden wir vielleicht auch mal noch mal kurz drüber reden, was das bedeutet und wieso das funktioniert. Denn wenn wir ewiger göttlicher Geist sind und der ewige göttliche Geist, der ist ja immer da, der ist ja nicht weg, dann hat natürlich das alles eine Wirkung. Und weil es eine Wirkung hat, kann man es ja an dem, was quasi die Leute, die Statisten, die zeigen dir es ja auf.
Aber ich finde es am einfachsten, wenn man dabei ist. Also, wärst herzlich mal eingeladen. Es ist tatsächlich so, dass man dadurch, dass man das auflösen kann, also um Vergebung bittet, die Seelen sich drum kümmert, dann die Schuld wieder zurückgibt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dann sieht man tatsächlich, wenn die Lösung da ist, dass die ganzen Leute sich freuen, entspannt sind. Man kann das natürlich nur, sag ich jetzt, als Spiegel bei den Statisten, die dabei sind. Weil wenn ich den Spiegelfunktion nicht habe, weiß ich ja gar nicht, steckt da noch was dahinter oder nicht. Und Hellinger schreibt ja, also er macht es ja kurz, in 5 Minuten, er hat auch schon früher viel längere gemacht, dass man ja so durch die Spiegelfunktion und durch die Statisten, die dann Gott sei Dank immer dabei sind, viel auflöst. Aber der tolle Punkt ist, die Statisten machen das auch. Bei denen wird auch was aufgelöst. Immer wieder ein Stück für Stück. Das heißt, so eine Aufstellung bedeutet, dass man für sich selber was macht und dann eben für denjenigen, der halt jetzt da im Mittelpunkt steht und was auflösen will. Man kann das tatsächlich. Okay? Dankeschön. Es ist wirklich nur rudimentär, wie ich das erklären kann, weil ich finde, man muss das fühlen, man muss dabei sein, man muss plötzlich merken, wie man plötzlich eine andere Körperhaltung hat, eine andere Energie hat, weil der nonverbale Ausdruck bei der Aufstellung ist manchmal viel oder meistens viel wichtiger, als was man sagt. Ne? Weiß man ja selber, dieses Körperbild, das gibt einem sofort eine Information. Dankeschön, super, toll, finde ich auch wichtig, weil ja, das hätte natürlich da dazugehört. Selbstverständlich kann man da ganz viel tun und hat ja auch eine Wirkung. Dankeschön.